Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of War. Ich bin gerade hier mit dem anderen Templer, Level 55 Dragodian, unterwegs. Der ist auf Flammentotem spezialisiert und ist sehr safe zum Spielen. Dann habe ich den auf MF gemacht, auf EER und EEQ Change. Und mal schauen, wie ob ich jetzt wieder ein paar Items. Ich habe jetzt zwei Unix hintereinander gefunden. Und habe leider ein bisschen mit Desync zu kämpfen. Im ersten Gefängnis, also im Under-Gefängnis, habe ich da beim Boss das Skelett, das einem einfrieren kann, extrem gefailt, weil ich einfach mal 20 Meter weit weg war und nicht reagieren konnte, weil ich es ja nicht gesehen habe. Und dann plötzlich, plupp, war ich tot bei ihm. Das ist halt nicht so gut. Und wie zäh sind die eigentlich? Was haben wir hier? 20% schnellere Bosse und stärkere 20%. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen fluchen. Ja, ihr seht es wieder. Kein Boss, keiner war in der Nähe und plötzlich war einer in der Nähe. Das ist nicht so gut. Nochmals. Hier haben wir Samen, Skeletons. Also wenn er mal getroffen wird, dann ist er recht schnell tot. Ich habe ihn extra auf Totem gemacht, damit ich safe spielen kann. Aber ich möchte nicht so gerne safe zeigen, sonst ist es langweilig. Und ja, nicht die Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Ich habe nur fast 1000 Leben. Das ist zu wenig für dieses Level. Darum spiele ich auch eher safer. Oh Gott, jetzt leckt er sogar noch. Also der Fluch ist extrem stark, das sage ich schon. Und ich bin wieder, habe wieder Tee nicht an. Das ist nicht so gut. Jetzt. Jetzt habe ich unendlich Mana. Oh, das ist schlimm, wenn so viele da sind. Ja, der Fluch kostet leider ein bisschen viel. So. Weniger fluchen. Ja, Totem schon platzieren. Heikel. Die werden gerne gebrannt. Aha, deshalb geht es so lange. Den müssen wir töten. Ich hab den Weg versperrt. Oh, brennen. Burn, baby, burn. Oh Gott, noch mehr. Ja, das ist jetzt eine der schwereren Wahlarenen. Ich werde alle totbrennen. Ja, nehmen wir das, auch wenn es nicht stark ist. So. Ja, toll. Man sieht nicht mal etwas. Nicht hauen.
Münzen kann man es wieder abwählen, wenn man länger gedrückt hält. T. So, jetzt muss ich die Totems verwenden, weil die halten das aus, aber ich halte das nicht aus. Da hat eine riesen Range. Muss ihn verfluchen irgendwie. Ja, ich schaff ihn. Nein! Oh! Was sind denn Toten? Ich hab die platziert und sie kamen nicht wegen der Treppe oder was? Ah, nochmals. Ja, das ist ein Hit and Run. Unser anderer Templer, also den wir im Let's Play machen, der wird natürlich viel mehr aushalten. Aber der ist ja auch noch zum FMFen, der muss jetzt nicht unbedingt so gut leveln können. Wir hätten ihn gehabt, aber nein, die Totems gehen einfach aus und ich kann keine neuen casten. Das ist ein bisschen buggy. Yeah, yeah. Was habe ich denn für Schrott? So viel habe ich schon eingesammelt. Den weg, den weg. Das Zepter nehme ich mit. Auch unbedingt von denen bessere. Oh, nein, nicht der. Ich brauche mehr Schriftrollen. Ja, toll. Den größten Schrott bekomme ich. Also gehe ich zu kurz zurück. Und tu mal die Sachen anschauen. Ja, toll. Nichts Elementar. Spell Damage, das wäre noch gut, aber nein. Zu schwach. Ja, da wäre nicht schlecht. Aber es bringt halt nichts. Nein, es bringt nichts. Das bringt es leider auch nicht so. Hallo, nicht buggen. Nix. Wie viel hat der? 7%. Ah, 7 increased area effect radius. Cool. Was wollte ich? Schriftrollen mitnehmen. Ja, toll. Bist du nicht besser? Da. So. Ah, da kann man so weitergehen. Das ist, jetzt habe ich noch das falsche ausgewählt. So. Also das verwende ich eigentlich immer auf Merzelis zum Farmen, wenn ich noch nicht weiter bin wie hier. Um, ja, dann leichter zu haben und für die anderen Charakter auch Items zu haben. Es gibt sicher bessere, die später kommen oder auch schon erreichbar sind. Aber ich finde das noch genüsslich. Hier gibt es nicht so starke Gegner. Einen Chaos Orb. Keine Gegner. Ah, hier. Töten, machen, töten. Wir töten alle Jungs. Oh, hallo.
gebratene Bosse. Skelettis, gebratene Skelettis. Das stinkt sicher extrem nach verbrannten Knochen. Schmeckt ungefähr so wie gebrannte Haare, weil Haare sind auch Knochen. Gebrannte Knochen, gebrannte Mandeln. Haben die auch Mandeln? Oh, hier ist ein unbesiegbarer Boss. In dem Schild sind alle unbesiegbar. Und ich blute, das ist nicht gut. Nein, in jedem Spiel ist Blutungsschaden extrem schwach. Und nur in Path of Exile ist es mega stark. Und ich denke mir immer, oh, ich blute, ja, das ist sowieso schwach. Und dann sehe ich die Live-Kugel, wie sie extremst runtergeht. So, wollen wir noch hier bleiben? Ach komm, wir bleiben noch ein bisschen hier. Ich will den Boss haben. Der Beschwörer. Ja, genau. Wie das aussieht. Hä? Was ist hinter mir erschienen? Pum! Ah, schon wieder ein Zauber abbekommen. Was macht der da? Ich sehe dumme Skelette. Brenn, burn, baby, burn. Feuer frei! Peng, peng! Peng, peng! Feuer frei! Wo ist das Ding? Der Totenbeschwör? Ich suche dich. Finde dich. Da oben ist noch ein Fleck. Nehmen wir den Mana Flask mit. Ja, hier ist gar nichts. Wo könnte der sein? Oder haben wir den schon besiegt? Vielleicht unten links. Ist hier eigentlich nichts? Sonst ist immer hier recht viel los auf diesen Plattformen. Ich brauche kein Maze. Ah, haben ihn gar nicht eingesammelt. Und was ist das gerade gewesen? Gib mir Damage. Hier ist er, oder? Ja. Die Sägebohne, der Sägeknochen. Oh, nochmals ein Fall Arena Teil. Loose Gate. Burning Forgotten Emblette. Okay, mein Feuer Damage, das ist nicht gut. Egal, wir schaffen das. Beim 100. Versuch.
Ja, die machen schon fett Schaden. Oh Gott, das sind ganz große. Fluchen bitte. Acht Schaden. Oh Gott. Bin ich hier safe genug? Scheinbar nicht. Ich verfluch die jetzt tausendmal. Oh, die sind noch, haben noch ein Ding. Ein Buff. Geht aus dem Buff. Hab ich gesagt. So, das soll da ich gehen. Wie stark ist der Eich? So. Was ist das? Ein Raid Sword. Ja. Ich habe noch nie eigentlich Zweihandschwerter genommen. Die sollten mal ein bisschen gebufft werden. Vor allem in der Schnelligkeit. Sind zwar viel schneller als zum Beispiel die Keulen, aber ja, halt nicht so stark. Und sie brauchen halt sehr viel Geschicklichkeit. So. Wir haben bald ein Level Up, sehr schön. 56, glaube ich. Ja, das wird schon fast ein Part werden. Nur für den Dragodian. Oh, knusper, zart im Geschmack. Wir burnen ein bisschen. Extra life, oh Gott. Knusperzart. Für schwere Sachen können wir dann noch eine Rüstung tragen, die uns Ding gibt. Einen dritten Ding, aber der hat einen großen Fluch. Also da bin ich eigentlich immer die ganze Zeit verflucht. Und das will ich nicht zwischendurch haben. Ja, da hatte ich keine Chance. Die waren so schnell weg, die Totems. Also nochmals. Ja, das ist einer der schwereren Bosse für den Templer, für den Totem-Templer. Darum müssen wir hier vorsichtig sein und hier mal ein Ding aufmachen. Oh Gott. Ja, toll. Ich konnte nichts machen. Das leckt einfach die ganze Zeit. Also nicht lecken. Desync. Und ich sehe, ich habe mich schon wieder gewarbt die ganze Zeit. Ach Gott, ja, so kann ich das Tape gar nicht erreichen. Muss ich halt laufen. Ich habe mich schon wieder extrem weit gewarbt. Ich war ja hinter der Tür. Gott, oh Gott. Schrecklich so etwas. Ja, Totem Gott, oh Gott. Wieso bist du dort gespawnt? Heidu. Da kann man sich aufregen in diesem Spiel. Vor allem, dass sie die Server nicht nach Europa verlegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche die doch in Europa. Wir haben hier viel besseres Internet als die in Neuseeland.
sterbe jetzt endlich. Ja, jetzt spawnst du dort. Der tötet die One-Hit. Ach komm schon, jetzt endlich. Oh Gott, sind die schlimm. So. Nix drin. Walreef. Was macht das schon wieder? Ich glaube nur in mehr Richtungen. Dafür kann man ihn extrem langsam lange nicht einsetzen, das nervt. Ich hoffe, es gibt bald mal etwas Besseres, also wo diese Sachen aufhaltet oder so. Oder vielleicht sind sie dann auf Level 20 sofort bereit oder so. Weil es nervt schon extrem irgendwie. Also die Sägebohne haben wir. Und jetzt gehen wir zum großen Brutus. Die Sägebohne. Tja. Ach ja, wenn ihr wissen wollt, wie viel Rarity ich habe, 171 und 42% EEQ. Das sollte eigentlich recht gut sein, aber ich finde trotzdem noch recht wenig Sachen. Müssten mal wirklich ein bisschen das buffen. Weil sonst lohnt sich's einfach nicht. Ja, genau. Oh Gott. Er geht auf uns los. Ah, kein Unique. Den Decker nehme ich mit. Diese. Schon wieder alles voll. Oh Gott. Hier Schrott. Schrott. Nichts für mich. Nö. Auch nichts. Ach Männer, man findet nur noch Schrott. Recht gute Sachen von außen. Aber wenn man reinschaut, nur Schrott. Oh, 25. Aber hier habe ich noch Quanti drauf. Nee. Hier ist 17%. Ach komm schon. Okay, dann können wir noch ein bisschen weiterlaufen. Schauen wir, wie wir hier vorwärts kommen. Ich habe da eigentlich immer aufgehört, weil ich nur zu Brutus wollte, um Items zu suchen. Okay, halt schneller Gegner. Oh Gott, sind das viele. Im guten Glück machen sie nicht so viel Damage. So, lasst es jetzt. Sterbt doch endlich, habt die Feuerresistenz, ja. Gott, oh Gott. Jack Green Boots.
Oh, ganz viele Hundis. Die wollen alle sterben. Sind eher Füchse, aber Hundis passt ein bisschen besser. Oh Gottchen, oh Gott, oh Gott, die sind alle aggro auf mich. Oh Gott, noch schlimmer. So, oh Gott. Ja, das ist schon ein bisschen brenzliger. Oh Gott. Jetzt kamen alle hoch. Die da unten werden auch noch ein bisschen gebraten. So, knusprig zart. Ziegenfleisch. Knusprig kross mit zartem Rand oder zartem Fleisch und fetter Rand. Knusprig Herfrit. Und jetzt bin ich da unten. Ach Gottchen. Muss ich laufen? Ich will nicht laufen. Vor allem nicht so. Ich brauche die Tränke. Die Quecksilber. Ich trinke ein bisschen Quecksilber. Haben wir hier irgendwo die Quecksilbertränke? Ja, toll. Da ist einer. Nehme ich den mit. So. Ja, muss ich schon fast hier rein. Ah, ich muss mal mehr TPS wieder benutzen. Ich bin ein bisschen vergesslich geworden. Da muss ich jetzt recht viel laufen. Aber es geht ja schnell. Ja, recht schnell. So. Noch ein Charge. Und jetzt hier ein TP. Och nee. Nicht so. Aua, du hast Damage gekloppt. Ach Gottchen. Ey. Nach all 10 Meter diese Arschlöcher von Ziegenmenschen, die so schnell sind. Oh Gott. T drücken. Ja, sicher, jetzt kommt noch was. Ich glaub's ja nicht. Ah. Ah, die Fresse. Heute sterbe ich nur. Gott, oh Gott, wie viel Geld gibt er aus für solche Effekte? Nein, nicht so. Ja, ich bin ganz verwirrt irgendwie. So. Vor lauter Reden fällt meine Konzentration ins Unterirdische. Mal anlocken hier. Ich könnte eigentlich die alle von hier schon töten. Ich hoffe nur, die kommen nicht hoch. So. Ist jetzt besser, oder? Viel besser. Nochmals ein Heartred. Brauchen nicht so viele. Ich hole mir dann mal noch eine größere Kiste. Oh Gott, das wird lange dauern. Ja, genau, ich brenne und kann mich nicht heilen. Oh Gott, das wird schwer sein. Das wird schwer. Das ist eine Hassgegend für diesen
für diese Klasse. Ach, schon wieder falsch. Ich will doch nur richtig gehen. Aber wieso ist dieses Tape dort unten? Hey du, solche Wege will ich nicht laufen. Habt ihr gehört? Ich werde wieder diesen Trick anwenden. Ach Gottchen. Das geht gar nicht. Schade. Die Toten beschwören. So, kommt mit. Ja toll, bringt's ja nicht. Da sind wir. Komm. Hahaha. Jetzt ist er so gut wie tot. Er ist tot. So, mal diese Nervensägen töten hier. Die haben Live-Regen in extremen Höhen. So, das waren so extrem viele. Shit. Giant Mana Flask, bitte. Nein. Giant Mana Flask. Den nicht. Ein neues Race Event. Ich weiß nicht, sollen wir mal eins beginnen? Weil, wäre schon recht cool. Aber erst, wenn ich mal mehr Zeit habe. Weil jetzt habe ich keine Zeit. Manchmal machen die fast keinen Damage, wenn sie so fliegen. Und sie springen. Und manchmal machen sie extremen Damage. Und dann macht auch extremen Damage. Gott. Ja, es ist topic hier auf Mercedes. Kann man sagen. Aber eigentlich ist normal im Akt 3 schwieriger, weil da man noch nicht so die super Items hat. Töten, töten. Alles hat nur noch gezittert. Geht es lange zum Aufladen? Ah, es ist fertig. Doch nicht ganz so lange gedauert. Was ist mit dem los? Der ist ja mega aggro. Soul Effer. Life Regenerative. Oh Gott. Da hat ja alles. So. Jetzt los. Ah. Brennt sie nieder, brennt sie endlich nieder. So. Ja. Macht so wenig Damage außen, weil es nur ein Strahl trifft. Das sind nämlich 5 Strahlen. Ich glaube 5 oder 4 sind es. 5, ja. 5 Strahlen und da hat nur einer getroffen, davor, dass der in der Mitte, der am weitesten reicht und dann war es nicht so kraftvoll. Oh, meine armen Tümchen.
Ja, genau. Ich kann nichts machen. So, wir sind ja bald fertig. Okay, dann fange ich einen zweiten Part an, weil es wird schon langsam lange. Und bis gleich, hoffentlich.